Hallo zusammen, ein weiteres Video aus dem Allgäu. Ich befinde mich hier in Füssen und bin im Grunde auf dem Rückweg Richtung Fronten und wollte noch über Weißensee das Ganze machen. Ich habe bewusst das andere Video vorher beendet, weil das sonst wahrscheinlich eine Stunde gedauert hätte. Da ja jetzt der Weg von Füssen über Weißensee nach Fronten. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Würde mich freuen, wenn euch auch dieses etwas andere kurze Video, was es werden wird, gefällt. Ja, ich überquere gerade hier die Autobahn und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, wenn das da gesperrt wird durch einen Polizeiwagen. Naja, werden schon ihre Gründe haben. Dementsprechend leer ist die Autobahn in die andere Richtung. Ich fahre jetzt weiter hier erstmal entlang dieser Bundesstraße. Nicht unbedingt das Schönste, aber da der Tag bis jetzt schon recht fordernd war, was die Strecken anging, also das, was ihr im letzten Video gesehen habt, bin ich da ganz dankbar drüber, dass es jetzt erstmal nur rollt. Weil das Wetter ist auch noch nicht so optimal, aber ich fahre wieder Richtung Sonne, wo ich heute Morgen ja auch gestartet bin. Und das ist auf jeden Fall sehr motivierend. Weil mittlerweile taten mir die Füße schon weh vor Kälte. Bin ich erstmal ein bisschen gelaufen, um da wieder Leben reinzukriegen. Jetzt sagt wieder der eine oder andere, ja, Weichei. Aber wenn man 3-4 Stunden radelt bei um die 0 Grad, dann dieses feuchte Wetter dabei, das geht schon so langsam durch die Knochen. Ist einfach so. Hat auch nichts mit Weichheit zu tun. Jetzt hätte ich gerade beim Quatschen fast das Schild verpasst, wo ich hier links rein musste. So schnell kann es gehen. Da kommen die nächsten Schilder. Genau, hier rechts rein. Herrlich. Dann bin ich jetzt auch von der Hauptstraße weg. Was? Aus gesundheitlichen Gründen ist das Baden verboten. Ja, okay. Baden hatte ich jetzt heute nicht mehr vor. Der erste Zugang zum Weißensee. Da wird es bestimmt noch einige andere Stellen geben. Aber ich wollte es hier schon mal gezeigt haben. Weil ich den Hintergrund gerade schön finde, da oben durch den Nebel sieht man die Rückseite des Berges, wo die Sonne scheint und die Gipfel in der Sonne schon glänzen. Da muss ich nämlich wieder hin. Von da bin ich gekommen und da will ich auch wieder hin. Oh, mein Atem ist hier vor der Kamera. Man sieht es wahrscheinlich nicht, aber es ist wunderschön so. Wie vorhin vermutet, gibt es auch noch andere schöne Plätzchen, wo man hier ans Wasser kommt, so wie hier jetzt gerade. Also Weißensee, kleines Örtchen, wirklich kaum was los, aber optisch echt ein Highlight. Hier steht nochmal Dorferneuerung Weißensee, eine Maßnahme zum Erhalt des denkmalgeschützten historischen Ensembles als öffentlicher, dörflich-kirchlicher und kultureller Mittelpunkt. Ruhebereich am See. Und jetzt kommt hier das Pfarrhaus und die Kirche. Wie immer hier in Bayern, echt beeindruckend von der Art. Sie müssen gar nicht groß sein, aber irgendwie haben die was Besonderes. Und unterhalb von diesem Pfarrhaus ist hier so ein schöner Bereich, wo man ans Wasser kann. Und sich einfach mal die Seele baumeln lassen hier. Traumhaft schönes Fleckchen Erde. Traumhaft schön. Auch wenn auf der Rückseite der Friedhof ist, mit Kirche, aber wen stört das schon? Die ruhen ja in Frieden. Daher kann man doch hier auch die friedliche Ruhe genießen. Noch mal so ein kleiner Schwenk übers Wasser.
Wenn man das Wasser so sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, was da Giftiges drin sein soll, dass man nicht rein darf. Oh, habt ihr gesehen, was da gerade aufgetaucht ist mitten im Bild? So ein Haubentaucher. Und weg ist er wieder. Ich wollte ihn gerade mal ranzoomen. Naja. Da ist er. Hey, ich habe ihn noch unter Wasser da flitzen sehen. Ja, interessant. Weil das Wasser ist ja echt glasklar. Ja, ich wiederhole mich. Weiter geht's. Ich bin jetzt gerade vom See einmal weg, weil Fronten nach oben Weg stand. Und jetzt an der nächsten Kreuzung standen zwei Optionen. Einmal Fronten Uferweg und einmal Fronten, ja, anders, da oben an der Straße her. Über Zell, genau. Und über Zell wäre 14% Gefälle und hier 10% Steigung am Uferweg. Dann wähle ich doch lieber den Uferweg. Auch wenn er da Steigungen hat, aber Uferweg halt, ne? Und nicht Straße. Gar keine Frage. Und dann kann ich auch den Blick nochmal schwenken hier. Bei der Aussicht auf den Wald hier kommt schon wieder ein gutes Gefühl hoch, wenn ich gerade die Autos nebenher donnern. Ich habe ja so die kleine Hoffnung, dass mein Auto in der Sonne steht, wenn ich zurück bin und das schön warm ist da drinnen. Ich mache ja mal die Heizung aus, wenn ich abhaue. Daher wünsche ich mir, dass die Sonne drauf scheint. Sonst muss ich gleich die Heizung erstmal hochstellen. Wobei das auch immer ein bisschen dauert, bis es da warm wird. Naja. Ich glaube, man merkt, dass mich die Autos hier nerven, da ich direkt hier an dieser Hauptstraße fahre. Aber es gibt jetzt keinen anderen Weg mehr. Es müsste auch gleich, wenn ich oben auf der Kuppe bin, links runter gehen, glaube ich, Richtung Fronten. Und zwar nur noch runter. Bis ich dann im Tal bin, dort werde ich einkaufen, um mir dann später noch ein leckeres Essen zu machen. Irgendwas Gemüsiges schwebt mir vor. Um dann wieder aus Fronten rauszuradeln. Natürlich den Berg hoch, um zu meinem Auto zu kommen, was mitten, mehr oder weniger, mitten in der Pampa steht. Da sind auch gute Aussichten. Da vorne kommt gleich so ein Pferdefuhrwerk. Müsste noch hinter dem Erdhaufen sein, da. Das ist jetzt auch natürlich angenehm. Ach, es kommt auch noch in diese Richtung. Ne, geht nur an der Seite, weil eine Kehrmaschine kommt. Ach, hier in der Region hat das was, da passt das irgendwie hin. Das ist das Schöne hier auf den Dörfern. Erika wird 70 und alle machen mit. Hier scheint es noch sowas wie so ein Dorfzusammenhalt zu geben. Und auch wieder diese traditionellen Häuschen hier alle, ne? Ist echt der Knaller. Ich habe gerade ein kleines Päuschen gemacht, um was zu trinken. Und nehme so einen kräftigen Schluck aus meiner Wasserflasche. Und kriege voll Gehirnfrost. Das Wasser ist so eisig. Also, wahrscheinlich kann ich es in einer Stunde lutschen. Ja, ist echt so. Dort vor mir auf dem Bergkamm ist die Burgruine Falkenstein zu sehen. Und rechts von mir diese zwei anderen Ruinen. Eisenberg hieß die eine und die andere weiß ich gerade nicht. Aber das heißt, da weiter den Berg runter ist mein Ziel gleich. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hinter den Tannen auf den Feldern scheint die Sonne. Und auch da über die Kuppe sieht so aus, als wenn ich dann, ja, wenn ich über den Bergkamm drüber bin, doch Glück haben könnte.
Ich habe jetzt schon fast 50 Kilometer heute und das mehr oder weniger die ganze Zeit um den Gefrierpunkt. Ist nicht so angenehm. Jetzt habe ich wahrscheinlich genug genörgelt für dieses Video, aber so negative Sachen fallen einem halt öfter wieder ein. Aber ansonsten bin ich grundzufrieden hier. Nur der Nebel hat es so ein bisschen versaut heute. Um es nochmal zu verdeutlichen, da war ich jetzt den ganzen Tag unterwegs und hier scheint die Sonne, wo ich jetzt zurück bin in Fronten. Manchmal ist das echt ungerecht. Die Tour an sich war super. Ich bin ja heute Morgen in Fronten gestartet. Dann Richtung Vilseck in Nordtirol. Von da aus weiter Richtung Füssen. Von Füssen nach Schwangau. Von Schwangau zurück nach Füssen. Dann Füssen Richtung Weißensee und Weißensee dann Richtung Fronten wieder. Das Ganze sind knapp über 50 Kilometer gewesen. In guten 5 Stunden, weil auf dem Hinweg, ihr werdet es gesehen haben in einem der Videos, war es teilweise vom Untergrund nicht mehr fahrbar, da musste ich schieben. Deswegen ist so ein Durchschnitt von 10 km/h, glaube ich, ganz okay. Naja, was ich letztendlich sagen wollte, ja, ich warte mal den LKW eben noch ab. Dass ich jetzt hier mit Blick auf Fronten das Video dann beenden möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nicht ganz so viel zu sehen gab. Aber das, was zu sehen war, gerade Weißensee, fand ich persönlich wunderschön. Und auch natürlich jetzt der Blick hier Richtung Fronten ist meiner Meinung nach ganz klasse. Um wen es interessiert, hinter der Kirche, hinter dem Hügel, da muss ich gleich noch hin, da ist mein Nachtlager. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Markus.